darf Sie ganz herzlich hier oben im VIP-Bereich des 1. FFC Frankfurt begrüßen zur Pressekonferenz des heutigen Bundesligaspiels Frankfurt gegen Gütersloh. Herzlich willkommen, Markus Graskamp, Cheftrainer von Gütersloh, und Philipp Dahm. Ja, Markus, dein Statement zum heutigen Spiel. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier einen Punkt mitnehmen dürfen aus Frankfurt. War ja vor dem Spiel nicht unbedingt davon auszugehen. Es ist normal, dass wir mit unseren Ansprüchen hier mehr uns um die Defensive kümmern müssen, als dass wir da großartig fürs Spiel verantwortlich sind oder nach vorne spielen müssen. Ja, in der ersten Halbzeit war mir das von der Aggressivität, vom Zweikampfverhalten eigentlich noch etwas zu wenig, ja, weil wir da doch teilweise sehr weit weg standen von unseren Gegenspielern, und das ist hier in Frankfurt eigentlich tödlich. Trotzdem stand es nur 1-0 zur Halbzeit, ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir das dann etwas besser gemacht. Natürlich gibt es hier Chancen für den FFC Frankfurt, weil es eine herausragende Mannschaft ist, die hervorragende Einzelspieler hat. Aber meine Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht und hat sich da mit viel Leidenschaft und Herz in jeden Schuss geworfen. Und ja, nur so geht es, und das haben sie heute sehr gut beherzigt. Gut, und dann habe ich vorher auch nicht damit gerechnet, dass ich 10 Minuten vor Schluss nochmal in den Genuss komme, zwei offensive Kräfte einzuwechseln, weil ich gemerkt habe, dass hier vielleicht mit einem Angriff oder mit einer Standardsituation noch ein Tor für uns fallen kann. Und dann ist auch ein bisschen Glück dabei, aber letztendlich denke ich, haben wir es uns verdient, weil wir kämpferisch und leidenschaftlich gespielt haben. Ja, und bin natürlich glücklich, jetzt nach 4 Spielen mit 7 Punkten dazustehen. Ja. Erstmal muss ich sagen, dass Gütersloh das gut gemacht hat. Ich kann meinen Mädels aber auch keinen Vorwurf machen. Einzige Sache ist, dass wir in der ersten Halbzeit nicht ganz so den Druck auf den Ball ausgeübt haben, wie wir das jetzt vorgenommen haben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Wir haben schöne Kombinationen gesehen. In der ersten Halbzeit noch nicht ganz so zwingend vor dem Tor. In der zweiten Halbzeit, dann muss man ganz klar sagen, wenn wir uns was vorwerfen können heute, dann ist es die Chancenverwertung. Ob wir jetzt da knapp daneben geschossen haben oder ob da die Torfrau gut gehalten hat, da war ja alles dabei. Und ja, dann ist es im Fußball oft so, wenn du vorne dann deine Chance nicht reinmachst, dann kriegst du hinten noch einen und dann holst du einfach nicht die 3 Punkte. Also ich glaube, dass alle immer das Tor machen wollen, und ich glaube nicht, dass hier irgendjemand unterschätzt wurde oder dass jemand gedacht hat, wenn ich den Ball heute nicht gut treffe, dann geht er trotzdem rein, sondern ich denke, dass alle alles versucht haben, dass vielleicht auch das Quäntchen Glück einfach gefehlt hat, dass auch die Kompetenz von der Torfrau mitgespielt hat, aber ich kann niemandem Vorwurf machen, dass er das Tor nicht getroffen hat.